Wenn du dich schon mal verlaufen hast, dann weißt du, in welchen Druck man da kommen kann, dass man nicht weiß, wie komme ich jetzt aus dieser Situation raus? In welche Straße soll ich gehen? Wo soll ich abbiegen? Wo ist denn eigentlich jetzt mein Ziel? Und es ist mitunter sehr bedrängend, wenn man in solch einer Situation steckt. Ich habe das mal erlebt und es war für mich wirklich beängstigend, dass es Nacht wurde und ich wusste gar nicht mehr, wo ich bin. Ich habe dann angehalten und ich habe gemerkt, in mir die Gedanken rasen und was soll ich jetzt tun und wohin orientiere ich mich? Wie komme ich jetzt aus dieser Situation heraus? Als mir kürzlich das einfiel, da habe ich drüber nachgedacht, dass es mit unseren Gedanken oft genauso ist. Wenn Gedanken kommen von Sorge, von Angst, von irgendwelchen negativen Ereignissen, von Schrecknissen, von einer schlechten Nachricht, vielleicht von einem Telefonanruf, einem E-Mail, egal was es ist, diese negativen Dinge, die wir hören oder sehen oder erleben, machen etwas mit unseren Gedanken. Und dann überschlagen sich die Gedanken und die Sorgen werden immer krasser. Die Schrecknisse bauschen sich in unseren Gedanken auf, dass wir nicht mehr wissen, was wir damit tun sollen. Und dann kommt der Feind und er benutzt diesen Antreiber, er selbst ist der Antreiber und er bringt uns wie in eine Sackgasse und wir scheinen festzustecken. Ich möchte dir heute wirklich einen guten Rat, einen Tipp geben, wie du aus diesen Gedanken, die dich unter Druck bringen, die dich antreiben, die dich wirklich in so einen negativen Sog bringen wollen, wie du damit fertig werden kannst. Natürlich ist es so, dass du in der Autorität, die Jesus dir gegeben hat, in der Identität in ihm weißt, dass er dein großer und starker Helfer ist, dass der Heilige Geist in dir lebt und dir helfen wird. Aber das, was du tun sollst, ist, dass du sagst, stopp, in dem Namen Jesus, stopp mit den Gedanken, stopp, ich richte mich jetzt neu aus. Wie beim Verlaufen ist es gut, wenn man stehen bleibt, sich orientiert und dann nach dem richtigen Ausweg sucht. Und genauso ist das mit unseren Gedanken auch. Wir sagen, stopp, in dem Namen Jesus. Und wir schneiden uns von diesen negativen Gedanken in dem Sinne ab, dass wir sagen, ich denke hier in dieser Spur nicht weiter, sondern ich richte mich neu aus. Ich erinnere mich daran, was der Herr mir sagt. Ich höre, was der Heilige Geist sagt. Ich höre, was er mir rät, was ich tun soll. Dann wird sich deine ganze Situation verändern. Denn der Treiber in unseren Gedanken hat es darauf abgesehen, dass wir wirklich in eine Niederlage hineinkommen, dass die Sorge übermäßig wird, dass die Angst dir keinen Raum mehr lässt und du deine Sicherheit nicht in Gott finden sollst. Ich rate dir, dass du dann das einübst, dass du sagst, stopp, in dem Namen Jesus, ich schneide mich von diesen negativen Gedanken ab, ich spreche aus, dass diese Gedanken, die vom Feind kommen, aus meinem Leben weichen und dass der Herr mir hilft, dass ich in eine neue Orientierung zu ihm hinkomme, dass seine Kraft jetzt gerade in mein Leben, in meine Gedanken, in meine Situation hineinkommt, dass ich von ihm höre, was er mir sagt, dass ich ganz bewusst mich an Stellen in der Bibel erinnere, an Verheißungen, die er mir gegeben hat. Ich bin bei dir alle Tage. Ich bin besorgt um dich. Nichts kann gegen dich sein. In Römer lesen wir, nichts ist gegen dich und du kannst alles durch den, der dich mächtig macht, Christus. Wenn du wieder in solch eine ausweglose Gedankensituation kommst, erinnere dich daran. Du gebietest im Namen Jesus, stopp. Und richtest dich neu aus und der Herr wird dir einen Weg öffnen, dass du neu denkst, anders denkst und die Situation sich verändert. Gott hat mehr für dich.